So, jetzt bin ich wieder da und zwar wollte ich das jetzt ja unboxen. So, ich hoffe, das kriegt man so halbwegs hin hier. Ach, komm ich hier. Packen wir mal hier hin, so, dann ist es halbwegs besser. So, drehen wir den nochmal so. Zack. So. Okay. Oh ja. Mehr DVDs als ich gedacht habe. Ich dachte eigentlich 6. Es sind hier 7 und dann scheint jetzt aber zusätzlich noch hier was dran zu sein. Mal gucken. Ja, cool. Ja, also hier als kleines Gimmick haben sie das dann noch mit dem Code irgendwie versehen. Beziehungsweise den Code habe ich hier jetzt gar nicht drauf. Auf der Rückseite. Ah, okay, also durch den Aktivierungscode wird dann, den zeige ich natürlich nicht, wird das dann halt eben gemacht. Und was natürlich gut ist, also wie gesagt, im Gegensatz zum dem Spiel, zu der Spielversion, die mein Kumpel sich halt einfach mal geladen hat, du hast halt einfach mal gleich ein bisschen was richtig in der Hand. Gucken wir mal, Los Santos. Gucken wir mal, Los Santos in der Umgebung. Welchen kenne ich gar nicht. Ah, okay, also sind auf beiden Seiten. Ist was sie sagt, entschuldigt bitte mein Nichtwissen zum Thema GTA. Also hier schön drauf. Kann man sich garantiert auch irgendwo runterladen. Das ist, denke ich, nicht so das Thema. Und dann noch Blaine County. Und dann, ja, okay, hier scheint ja nicht so viel los zu sein. Aber ich denke mal, da kann man sich auch ganz gut jagen und so weiter und so fort. Das soll es dann gewesen sein? Ja, jetzt werfe ich die nach und nach mal rein. Mal gucken, wie lange das dauert. Und dann sehen wir mal weiter. Dann wird aber das in einem anderen Video folgen. Bis dann. Ciao, ciao.